Hallo und herzlich willkommen hier zur Nigelnagel, neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Und wir haben es geschafft, wir sind in München angekommen. Woohoo! Hier ist eine ganz illustre Runde zusammengekommen im Oktoberfest und Biermuseum der Stadt München. Im Zusammenhang mit dem Comic-Festival, das hier in München von diversen Organisatoren, ganz vorne voran natürlich Heiner Lühnstedt, organisiert wird. Und wir haben die Möglichkeit, hier ein paar Comic-Talks zu machen. Und ich will nicht so tun, als wüsste ich, worauf wie ich mich hier eingelassen habe. Wir gucken einfach mal, wohin uns diese Comic-Stammtische führen werden. Wir haben ganz, ganz tolle Gäste im Laufe der nächsten 3 Tage am Start. Und ich glaube, das wird total toll. Es soll um Comics gehen, vielleicht geht es um Bier, vielleicht geht es auch um ganz andere Sachen, um Gummibärchen. Oder wer weiß. Und es ist mir eine wahre Freude, hier vor zahlreichem Publikum verschiedenste Gäste begrüßen zu dürfen. Wir fangen einfach mal links an mit der Dame, die ich bereits, glaube ich, erstmalig in Stuttgart kennenlernen durfte auf der Con. Sie ist Illustratorin und Comiczeichnerin. War es nicht Stuttgart? Ich glaube Erlangen war es. Erlangen 2017, meine ich. Okay, das kann auch ganz gut hin. Nee, das ist 2018 gewesen sein. Also letztes Jahr, 2018. Und dann Stuttgart danach nochmal. Wunderbar. Ja. Hallo, Caro. Caro. Einen wunderschönen guten Tag, es ist mir eine wahre Freude. Der Herr neben mir, der heißt Christoph und wurde mir empfohlen, beziehungsweise von seinen Mitkollegen, denn er ist Mitbegründer eines Vereins, der hier in München aktiv ist, den ganz viele Menschen natürlich aus der Region kennen, auch Anwesende natürlich kennen, und ich bin gespannt, ob er uns heute ein bisschen was vielleicht auch zur Vereinsgründung erzählen kann, denn wir wollen im zweiten Gespräch des heutigen Tages so ein bisschen auf aktuellere Situationen zu sprechen kommen, vielleicht, wahrscheinlich mal gucken, und vielleicht kommt so ein bisschen was aus der Münchner Szene heute von dir. Moin. Ja, servus. Ich bin der Christoph. Sehr gut. Jetzt gucke ich gerade, ob man dich gehört hat, aber ich gehe da felsenfest von aus. Ja. Sehr schön. Der Herr zu meiner Rechten schreibt mir dauernd E-Mails. Und zwar jede Menge. Und da steht im Regelfall sehr wichtiges und auch interessantes Zeug zu Comics drin. Denn er ist ja, ich würde sagen, Pressesprecher oder Pressevertreter für diverse Verlage und ein Ansprechpartner für so ziemlich alles, was mit Comics zu tun hat. Wenn man mal eine Frage hat, wenn man mal als Pressemensch zum Beispiel auch Interviews führen möchte oder einfach nur mal ein nettes Gespräch, dann wendet man sich an ihn. Hi, Philipp Kulleck. Hallo, hi. Guten Tag. Der nächste Herr in der Runde, den kenne ich auch schon ein bisschen. Und das ist auch jemand, von dem man definitiv sagen kann, er ist ein Knotenpunkt des deutschen Comics. Weil letztlich ist er verantwortlich für eine Anthologiereihe, unter anderem eine Anthologiereihe verantwortlich, bei der schon ganz schön viele deutschsprachige und auch nicht deutschsprachige Comic-Künstler mitgearbeitet haben. Einen wunderschönen guten Tag, Adrian von Bauer. Hi. Hi. Und er ist auf jeden Fall auch Star Trek-Podcaster. Unbedingt mal reinhören bei Trek und Gold. Sehr gut, wollte ich unbedingt noch erwähnen. Oh yeah. Der fünfte Herr in der Runde, kann man durchzählen, ja, das sind 5, genau, wurde mir auch empfohlen, und zwar vom Heiner Lühnstedt, denn er arbeitet wohl schon länger mit ihm zusammen. Er ist, irgendwie gehört er dazu und kennt den Heiner schon länger. Er ist der Mann für Audio und ich bin gespannt, mit was er uns heute überraschen kann. Einen wunderschönen guten Tag, Dirk. Hallo, grüße dich. Hi. Von Überraschung war übrigens nicht die Rede. Mhm. Ich unterrasche mehr. Du unter, also ein bisschen underwhelming. Weil es mehr so aus dem Underground. Aha. So, jetzt mal hier so Hand aufs Herz. Wir sitzen hier also quasi in diesem Oktoberfestmuseum, in dem ich persönlich noch nie war, und ist auch mein allererstes Jahr München, beziehungsweise Comic-Festival in München. Mal Hand hoch, wer war denn schon mal hier? Also schon mal hier so. Aber das sieht man doch dann gar nicht. Man sieht es nicht, nein. Nein, das ist aber schön. Das, alle, glaube ich. Na, Hand hoch heißt ja nur, dass ich es sehen muss. ja, fangen wir einfach mal so an, Einflüsse und Eindrücke zu sammeln. Dirk, wie sieht es aus? Wie oft warst du jetzt schon hier beim Comic-Festival? Beim Comic-Festival oder hier im Biermuseum? Beim Comic-Festival. Im Comic-Festival weiß ich gar nicht, wie oft ich da war. Also ich war auf jeden Fall schon auf dem Comic-Festival, bevor es der Heiner quasi in der Führung übernommen hat. Also ich weiß nicht, hat der Ralf Palland da auch mal mit organisiert oder sowas? Ralf Palland glaube ich nicht. Der Gerhard Schlegel hat es geleitet. Ja. Ich weiß noch, ein sehr, sehr tolles Comic-Fest, war für mich toll, war draußen auf der Praterinsel zum Beispiel. Fand ich sehr kompakt alles. Ja. Wie hieß dieser Mensch, der da über als Mickey Mouse und der Carsten, der hat dieses Ulrich Buch als, Schröder. Der dieses Buch geschrieben hat, als Mickey Mouse unter die Nazis verfiel oder sowas. Ja. Der die Dünn Rosa Sachen sammelt. Mhm. Okay, der war auch dort und deswegen fand ich. Wolfgang Kunz vielleicht. Nee, der nicht, aber den habe ich auch schon mal kennengelernt. Okay. Ja. Okay. Also Praterinsel war in Ordnung, aber ich finde, gut, das waren jetzt schon einige Stationen, die das Comic Festival hier mitgemacht hat, aber ich finde das wirklich wunderbar, dass wir jetzt in der alten Kongresshalle gelandet sind.
Ich finde es auch super. Ich find's, ja. Wobei ich fand es eigentlich auch sehr schön, als es war ja mal in der Stadtmitte, also wo auch hier dieses Biermuseum-Teil war und Fallendienstmusik, Karlstadtmuseum, was ja heute auch der Fall ist. Und da gefiel mir, aber da war das in der alten, im alten Rathaus noch. Ja. Und da fand ich das so toll, dass dieses Comicfest so zentral hier so auf der Straße sichtbar rumwuselte. Ja. Und das bekam für mich so ein städtisches Flair. Und heute ist es so Kongresshalle. Ich finde es super, weil das sind ganz, ganz, also ganz toll eingerichtet, die Kongresshalle. Auch die Schulters-Ausstellung werde ich mir nachher noch anschauen. Aber ich finde, es hat so ein bisschen was Trabantenmäßiges, weil es gibt dann ja auch so Amerika-Haus jetzt mit der Batman-Ausstellung. Es gibt dieses Fall. Und dadurch, dass das jetzt da draußen ist, also ich könnte mir vorstellen, dass auch zum Beispiel bei der Veranstaltung hier mehr Leute noch wären, wenn alles dichter dran wäre. Ja. Weil das alte Rathaus hatte auch einmal einen großen Nachteil. Ich erinnere mich an ein Jahr, wo irgendwie am Sonntag des Festivals dann irgendwie die Meisterfeier vom FC Bayern auf dem Marienplatz war. Das war die Hölle. Das war die Hölle. Da konnte tatsächlich den kompletten Sonntag eigentlich kein Besucher ins alte Rathaus und da haben wir nur die Verlage von den anderen Verlagen gekauft. Und dazu war das Festival komplett verregnet. Das war Sommer auch, mit Liquid Sunshine. Das war. Wenn nicht sogar das Gründungsjahr oder zumindest das Jahr mit dem ausschlaggebenden Grund für die Gründung der Comic Solidarity letztlich auch, ne? Ja, tatsächlich ja, genau. Da haben sich dann einige danach sehr aufgeregt darüber, dass das irgendwie so organisatorisch vergeigt wurde ein Stück weit und haben sich dann zusammengetan und gesagt, wir müssen jetzt irgendwie so eine Art Interessensvertretung für Indie-Comics gründen. Und wie funktioniert das? Also die Comic Solidarity ist eigentlich nicht so ein Verein im klassischen Sinne, sondern ist mehr so eine Art lose organisiertes Online-Forum, wo sich verschiedene Leute immer zusammentun für verschiedene Aktionen und gemeinsame Messestände. Auch Ansprechforum, wenn du mal irgendeine Frage hast zu Festivals. Also ich gestern sogar, weil ich nicht wusste, wann Auf- und Abbauzeiten sind, so für hier wurde mir geholfen. Dann konnte ich einfach reinschreiben. Und ja. Ich versuche nämlich gerade so ein bisschen rauszukriegen, ist mein erstes Jahr und ich will ja versuchen, auch dem Publikum da draußen, die häufig einfach die Mainstream-Comic-Leser sind, die sich natürlich von den Superhelden her ein bisschen jetzt orientieren an dem, was wir hier auch machen, denen dieses Festival auch ein bisschen näher zu bringen, ihnen auch vor allem diese Stimmung und Atmosphäre so ein bisschen nahe zu bringen, die ja schon was Besonderes hat. Bei Erlang sagen immer alle, das wäre die Klassenfahrt und es ist relativ international aufgestellt. Wir haben Gäste von überall her und es ist auch relativ groß. Das letzte Jahr war ein Riesenerfolg, für mich zumindest als Besucher und Pressetyp war das ein Riesending. Jetzt haben wir München, das ist alles ein bisschen kleiner, aber hier heißt es immer, Andi, München, das ist deutlich familiärer. Christoph, würdest du sagen, das kann man so unterschreiben? Familiärer, ja. Familiärer auf jeden Fall. Also man kennt sich halt einfach mal. Die Szene ist halt klein. Was ich an dem Münchner Comic Festival so schön finde, da kommen Leute von überall her. Dennis Kitchen zum Beispiel, die rennen einen dann auf Vernissagen im Spanischen Kulturinstitut über den Weg. Das ist, ja, man trifft sich alle zwei Jahre. Das ist eher so eine Freundschaft. Okay, ist ja aus dem Sie haben das quasi inzwischen als Verein irgendwie auch gegründet. Das heißt, das Festival wird jetzt ja nicht von der Stadt oder so organisiert, wie das zum Beispiel in Erlangen der Fall ist. Das ist der Unterschied. Sondern Heiner und Co. haben da einen Verein gemacht und ich sag's mal, um mal den ganz dezenten Übergang zu schaffen. Mit Vereinen in München kennst du dich ja auch aus. Ja. In der Tat, ja. Ja, denn du bist letztlich Mitbegründer des Comic-Vereins Comikaze, wird er ausgesprochen, ne? Ja, Comikaze. Vielleicht magst du uns mal kurz vorstellen, was ist das, worum geht's und warum bin ich da noch nicht drin? Es gab in München vor uns schon eine Vereinigung, da war zum Beispiel der Uli Wüster, der dabei, der Christian Moser, das war der Comic Strich. Die hatten damals ein bisschen einen anderen Ansatz. Also ich habe damals gemerkt, dass ich als Zeichner irgendwie wahnsinnig auf der Stelle trete und ich habe jemanden gebraucht, der mir zeigt, was ich falsch mache, warum ich es falsch mache und wie ich es besser mache. Und dann habe ich meinen ganzen Mut, meine besten Zeichnungen zusammengekramt, bin dann dort bei diesem Stammtisch aufgeschlagen und meine Mappe geht rum und der Letzte drückt mir die in die Hand und sagt, nett. Und nett, wie wir wissen, ist die kleine Schwester von. Ja, klar. Das war genau das, was ich nicht wollte und ich habe dann gesagt, Zahlen. Hier war ich offensichtlich falsch. Zum Glück war da Rainer Schneider da, der hat gemeint, nein, jetzt lass den Schmarrn. Und der hat dann meine Zeichnungen so zerlegt, wie sie es gebraucht haben, auch wie ich das gebraucht habe. Und dieser Comic-Strich, das kann man machen, das ist völlig legitim. Die Jungs damals, die haben halt den Verein gegründet, um sich selbst zu hypen, das haben die auch sehr gut gemacht. Und wo sie ihr Ziel erreicht haben, war der Verein als Vehikel nicht mehr nötig. Wir haben uns dann gedacht,
ja schließlich war der Comicstrich der erste, der kostenlose Comics rausgebracht hat. Da haben wir uns gedacht, München ohne kostenlose Comics, das geht so nicht. Und dann haben wir den Comicatze gegründet. Allerdings dann eben mit dem Ansatz, Nachwuchs zu fördern. Mhm. Wann war das? 96. 96, 96, okay. 96, ja. Jetzt habe ich im Laufe meiner doch relativ kurzen Podcaster, sage ich mal, Geschichte, den ein oder anderen Verein schon interviewt, die auch in anderen Regionen Deutschland unterwegs sind und mir zumindest ähnliche Ziele zu haben scheinen. Gibt es vielleicht, wie groß seid ihr, warum gerade München und nicht, keine Ahnung, was gibt es hier noch, Ingolstadt oder was? Ja, was soll ich sagen, ich bin ein Münchner. Okay. Also, Mitglieder. Also wir wollen eigentlich diese ganze Kaninchenzüchterei, das wollen wir eigentlich so gering wie möglich halten. Es ist halt einfach, es kommen Gelder rein, es gehen Gelder raus. Da ist ein eingetragener Verein, hat einfach eine praktische Verkehrsform, Rechtsform. Mhm. Das ist es. Ansonsten haben wir 40, sagen wir mal, zahlende Mitglieder und der Dunstkreis 80, 100 Leute. Okay. Ja, und mittlerweile halt nicht nur München. Da gibt es Leute, die ziehen nach Ulm, da gibt es Leute, die ziehen nach Wien. Wir haben Leute in Frankfurt. Und vor ein paar Jahren haben wir hier, 2016 haben wir hier ein Album rausgebracht im Volk Verlag. Und da waren halt dann auch Leute wie Tom Bonk dabei. Mhm. Und so. Okay. Da bin ich auch drin. Ja, genau. Also, genau. Das, da ist die Augustiner Brauerei, beziehungsweise der Leiter vom Bier- und Oktoberfestmuseum auf mich zugekommen. Und hat gemeint, von wegen 500 Jahre Reinheitsgebot, sollte man da was machen. Das hat zur Folge gehabt, dass ich dann 2 Jahre ein Überangebot Bier im Kopf gehabt habe, weil die Zeiner-Szene ist natürlich schon ein ziemlicher Flohzirkus. Doch, aber das ist sehr gut gelaufen. Aha. Ja. Also wir sind diesem Haus hier schon lange sehr verbunden. In dem bin ich doch nicht drin. Ich bin in dem übers Oktoberfest drin, was, glaube ich, aber auch hier ausgeht. Ja, genau. Genau. Bietet sich an, das Bier- und Oktoberfestmuseum. Ja, also. Genau, einmal ein Album über Bier, eins über das Oktoberfest. Dann haben wir noch eins über Karl Valentin, die Stadtgeschichte und wir planen wieder eins. Okay. Aber ist noch nicht ganz klar, was. Adrian, du hattest ja auch eine Münchner Zeit, das hatten wir, glaube ich, mal vor einiger Zeit mal kurz angesprochen. Da warst du auch bei Comicatze Mitglied? Genau, also ich habe hier studiert und dann bin ich auch regelmäßig zu dem Stammtisch gegangen und ja. Das heißt also, haben die, stimmt das, was er sagt, haben die geholfen ein bisschen so bei der kreativen Entwicklung oder ist es hier bloß? Ja, die hat er vorher keinen Strich ziehen können, das war ja furchtbar. Ja, es war einfach, also der Verein, der organisiert sich ja sehr um diesen monatlichen Stammtisch, würde ich sagen. Und da ist halt sehr schön, weil es so eine sehr bunte Mischung an Comic-Leuten sich eigentlich immer zusammenfindet. Also ich merke gerade im Vergleich jetzt, wo ich in Berlin bin, da gibt es wahnsinnig viele Comic-Leute, aber ich treffe die eigentlich fast nie, bis auf so ein paar Leute, mit denen ich halt auch befreundet bin. Weil es halt so viele gibt, dass es dann nicht mehr so einen zentralen Knotenpunkt gibt, sondern es gibt halt dann verschiedene kleinere Stammtische oder irgendwie Treffen. Und in München ist es halt wirklich schön, dass da diesen Comicatze-Stammtisch gibt, wo sich halt Sammler, Fans, NachwuchszeichnerInnen und Hobbyzeichner, Profizeichner alle zusammenfinden und treffen, zusammen Bier trinken, sich austauschen. Das war eigentlich schon mal ganz schön. Mega geil. Also an alle Münchner, die uns hören oder Umland oder eben, wie ich gehört habe, auch eigentlich bundesweit, oder? Letztlich kann man sich weltweit. Weltweit. Hauptsache bezahlt, ne? Ja. Sehr gut. Auch Außerirdische werden willkommen geheißen. Ja, klar, warum nicht? Philipp, mal kurz zu dir. Wie sieht das denn aus? Du bist ja nun wirklich jemand, der jetzt vor allem von Verlagsseite aus, soweit ist mein Eindruck, vielleicht ist ja auch ganz völlig falsch, quasi die Comic-Welt betreut und vor allem auch ein bisschen Bass für Comics erzeugen will und das, soweit ich das mitkriege, auch ganz erfolgreich tut. Ist es für dich auch wichtig, einen Eindruck zu haben, wie so regionale Comic-Szene funktioniert und aussieht? Oder sind es eher so einzelne Künstler, auf die man vielleicht mal mehr so im Berufsalltag stößt? Ja, es ist schon so, dass es hauptsächlich bundesweit läuft. Ne? Also ich betreue Verlage in Berlin, jetzt einen in Stuttgart und ich habe immer wieder regionale Themen. Also ich habe jetzt den Frank Schmolke, den ich für den Zürcher Verlag Die Moderne betreue, der jetzt gerade ein neues Buch hat, auch München thematisch, Oktoberfest thematisch. Und da ist die Zusammenarbeit mit der regionalen Presse total wichtig. Und das ist jetzt sowas, was ich hier auch total ausnutze, ne? Dass ich dann halt zur AZ gehe und ihnen den Comic zeige oder vorhin habe ich mich mit einer von der Süddeutschen Zeitung getroffen und dann stelle ich die Künstler vor und dann pflegt man, genau, also ich nutze dann einfach dieses Festival auch, um die ganzen Journalisten zu treffen, die hier vor Ort sind und dann baue ich diese Beziehungen auf, das hält dann immer die 2 Jahre vor. Aha.
Aber mit den Künstlern selbst, gerade, also Künstler selbst, du hast jetzt von Frank Schmolke gesprochen, wie ist da der Kontakt und wie regelmäßig vor allem? Oder bekriegst du letztlich das fertige Produkt? Ich arbeite Produkt? Ja für die Verlage, ja. Ich bin ja sowas wie so eine Art Ein-Mann- PR-Büro. Und ich werde von den Verlagen beauftragt und die geben mir dann halt ihre aktuellen Novitäten und wenn ich Glück habe, ist dann so jemand wie Frank Schmolke dabei, aber ich betreue dann auch amerikanische oder französische Sachen und da, wenn man überhaupt mit den Künstlern kommuniziert, dann über irgendwelche Agenturen und die melden sich dann auch nie zurück. Ist es denn sinnvoll, wenn man jetzt meinetwegen Comicaze-Verein ist und hat ein paar neue, sag ich mal, Produkte, also Hefte oder Comics im weitesten Sinne, ist es sinnvoll, sich mal bei dir mal anzuklopfen, mal so eine Leseprobe hinzuschicken? Bist du der richtige Ansprechpartner? Naja, ich meine, ich rufe natürlich ein Seller ab. Das muss ein bisschen Sinn machen natürlich, ne? Also ich gucke halt immer, dass ein Comic auch ein Pressethema ist. Es gibt natürlich viele Geschichten, die funktionieren im Comic-Kontext, in den Comic-Fachmagazinen, in den Blogs, in diesen Comic-Online-Magazinen, aber die interessieren halt nicht die Leute außerhalb der Comic-Szene. Ne? Also da muss man halt ein Thema mitbringen, einen interessanten Künstler, der eine Geschichte hat, irgendwas, was die Leute reizt. Also jetzt bei Frank Schmolke ist es diese Geschichte, der ist Taxifahrer gewesen, 20 Jahre lang in München und hat einen Comic gemacht über seine Taxifahrerzeit. Und da hat man natürlich dann diese persönliche Story, dann hat man so ein bisschen halt über das Buch hinaus verweist es ja gerade so ein bisschen auf die Misere, diese ganzen Fahrgastbranche. Das heißt, man bietet denen so ein Paket an verschiedenen Möglichkeiten, wie sie die Story umsetzen. Und ich gucke dann halt immer, dass man halt, es muss halt Sinn machen, dass man halt einen Comic irgendwo unterbringt. Und regional ist natürlich spannend für so Anthologien und Vereine, aber da sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt. Ich glaube, das werdet ihr wissen, ne? Also man wird da ein, zwei Mal in so eine regionale Zeitung reinkommen, wenn man ein Sonderheft hat zum Oktoberfest oder Karl Valentin oder wie auch immer, aber die würden sich nicht für die Arbeit dazwischen interessieren, oder? Naja, also der Volkverlag ist dann schon daran interessiert, dass er seinen Kram an den Mann bringt. Der macht dann automatisch das, was du machst. Ja. Und unsere Kostenloshefte, die bringen wir auch alleine los, ja. Da verdienen wir auch nichts dran. Und wie läuft bei euch so ein bisschen der Kontakt zu der Presse hier regional? Das würde mich interessieren. Ja, eher übersichtlich. Das stimmt schon, ja. Wollt ihr nicht suchen oder wollt ihr nicht suchen? Also ich muss auch sagen, dass wir eigentlich gar nicht so suchen, nein. Mhm. Ja. Gut, wenn das vielleicht gar nicht euer Ziel ist. Ja. Ne? Weil ich dich gerade dabei habe und die Anwesenden ja auch diverse Live-Veranstaltungen, Cons und vor allem eben auch Messen, Festivals besuchen. Ich habe mal was gehört. Vielleicht könnt ihr alle sagen, ob das doof ist, was ich da gehört habe, oder ob das nicht so doof ist. Wenn du versuchst, einen Comic irgendwie unters Volk zu bringen, dann ist das gar nicht zwangsläufig die erstbeste Idee, mit deinem tollen Comic über das Thema X auf so eine Veranstaltung zu fahren oder deinen Comic zu verkaufen. Ich habe gehört, du musst zur Messe für das Thema X, also beispielsweise du hast einen Comic über Landwirtschaft, dann musst du zur Landwirtschaftsmesse und da deinen Comic verkaufen, weil dann hast du diesen Exklusivbonus. Ist das schlau oder ist das nicht so schlau? Jein. Jetzt merke ich nicht mehr, weil ich bin ja Self-Publisher und mache das ja alles alleine und seit 3 Jahren auf Messen und so. Wenn du tatsächlich den Landwirtschaftscomic schlechthin hast, dann kannst du den besten. Den besten, dann ist das ein super Tipp. Aber ich glaube, wenn du eher was Generisches, in meinem Fall, ich habe ein Fantasy-Adventure, ich muss auf Comic-Cons. So, weil da ist meine Zielgruppe. Ich bin auch teilweise auf so Designmärkten oder sowas gewesen, weil ich dachte, okay, die mögen ja vielleicht Bilder. Kann man ja mal probieren. Ging gar nicht. Mhm. Und ich glaube, mit diesen spezifischen Sachen, was du auch meintest, von wegen, wenn man ein Taxifahrer hat, ich glaube, da könnte man auch auf eine Automobilveranstaltung gehen und diesen Taxifahrer-Comic mal hinstellen. Das könnte klappen. ich war einmal auf der Gamescom, das war ganz witzig. Das ging da überraschend gut, weil das dann, glaube ich, da war dann wieder genug Schnittpunkt mit Games und Comics so. Und da hat auch keiner mit gerechnet, dass ich da bin. Und immer so, ja, gib her, machen wir. Ansonsten, also ich würde die Messen auf keinen Fall missen. Also so, ich bin ja fast überall und dadurch verkaufe ich die auch, weil sonst weiß kein Schwein, dass es mich gibt oder nicht. Und dann so Internet kommt dann alles nachher und der Shop geht dann auch, aber halt erstmal präsent, so oft möglichst vielen und auch themenbezogen, weil es gibt dann sicher auf den Gartenveranstaltungen auch 3, 4 Leute, die auch einen Comic wollen, aber so in der Masse ist das, glaube ich, weniger.
Und okay, ja, man darf nicht überschätzen, wie attraktiv der Comic für Außenstehende ist. Also das ist ja bei uns schon so mit Verlagen wie Reprodukt oder anderen Verlag, wenn man auf irgendwelchen Buchmessen ist, wo Bücher verkauft werden und Bücher dargeboten werden. Selbst da wirst du angeguckt wie ein Auto, wenn du dich dann mit einem Comic hinstellst. Also da wirst du auf einer Landwirtschaftsmesse keine Freude haben. Also, und das heißt, diese Exklusivität oder dieses besondere Gimmick, hallo hier Comic, zieht dann gar nicht so positiv, wie ich das jetzt gedacht hatte. Ich glaube, wenn das funktionieren würde, dann würde ich ganz viele Fußball-Comics zeichnen und stände jede Woche am Stadion. Wo habe ich das denn gehört? Ich habe das gehört von den Jungs. Ich weiß nicht, was du hörst. Von den Horror-Comics hier Frankfurt. Der Miguel Riveros hat das mal gesagt, oder? Nee, okay. Die Horror-Comics, die stellen sich an jedem Autounfall hin und verkaufen Comics. Nee, aber die waren bei diesen Horror- oder Dingsbums-Cons und da ging es halt schnell. Ja, das ist ja dasselbe wie mit der Gamescon. Da hast du halt den Querschnitt. Du hast Horror, das heißt Leute, die sind Film, die sind Genre, die sind Subkultur interessiert, die werden höchstwahrscheinlich auch Comics lesen. Genauso wie Gamer vielleicht auch Comics lesen, aber wenn du auf so eine Architekturmesse gehst. Ich meine, wir hatten zum Beispiel auch mal einen Comic zum Thema Hochzeit, das war so ein Geschenkebuch. Da brauchst du nicht auf eine Hochzeitsmesse gehen, das interessiert die da nicht. Also das ist so weltfremd für die. Für meine Hochzeit habe ich einen Hochzeitscomic. Habt ihr euer Biercomic dann auf dem Oktoberfest verkauft? Nein. Weil das wäre ja. Aber das ist, wer liest auf dem Oktoberfest. Also das ist kann da noch lesen. Andere Interessen. Ja. Den Biercomic sind wir aber eigentlich ganz gut losgeworden. Wir hatten halt dann Ausstellungen, zum Beispiel im Rathaus von Pfaffenhofen, im Erika Fuchshaus in Schwarzenbach an der Saale. Und da war halt dann die Presse gut vor Ort. Okay. Wie sehr ist denn sowas wie hier das Comic Festival München geeignet, sich an neue Leute zu richten? Oder sind es letztlich sowieso immer dieselben Leute? Und hier kommen sowieso nur die Leute hin, die eh schon Comic lesen. In Erlangen war ja ein bisschen viel Laufkundschaft und da ist man vielleicht mal vom Bäcker auf diesen Comic-Veranstaltung gestolpert. Ist das hier so in München auch so ein Ding oder ist das eher nicht so? Erlangen ist einfach kleiner, deswegen fällt es da mehr auf. Ja. Erlangen? Also die Stadt ist kleiner. Nein, die Stadt an sich ist kleiner, deswegen fällt auch der Salon im Stadtbild mehr auf. Nein, das nicht. Ja, okay. Aber es gibt schon Laufkundschaft, würde ich sagen. Es gibt so Leute, die sich so vielleicht so peripher ein bisschen für Comics interessieren, die irgendwann schon mal einen Comic gelesen haben und dann vielleicht irgendwas suchen, was sie mit ihren Kindern am Wochenende machen können. Und dann gucken sie mal auf dem Comic-Festival vorbei und die stehen dann auch bei uns am Stand und nehmen mal was mit. Also das kriegt man schon mit, dass das auch Leute sind, die jetzt nicht so die Hardcore-Comic-Sammler sind. Letztes Jahr Erlangen hat insofern saugut funktioniert, weil die diese Heinrich-Lades-Halle, und das war schon immer so ein kleiner Nerd-Kosmos, die wurde renoviert und jetzt hat das Comic-Festival der Comic-Salon, dann mitten in der Stadt stattgefunden, vorm Schloss, im Schlossgarten. Und da haben dann auch Erlanger vorbeigeschaut. Außerdem, weil ich ja auch von der Presse bin, ich kenne das ja auch, dass so, wenn du journalistisch unterwegs bist, brauchst du ja immer den Aufhänger. Und du musst ja immer Redaktionen davon überzeugen, dass die Geschichte, die du jetzt bringst, wichtiger ist als die 1000 anderen wichtigen Geschichten, die anderen Kollegen bringen. Und da ist ein Comicfest zum Beispiel, das ist ein idealer Aufhänger, der zum Beispiel auch dazu führt, ich glaube in der Süddeutschen sind auch zwei Sonderseiten, Comicfestival. Und das weckt natürlich auch wieder eine Aufmerksamkeit und auch bei einigen Leserinnen und Lesern durchaus auch Erinnerungen. Und egal, das heißt, man aktualisiert auch so ein bisschen so das Thema Comic. Und ich glaube, insofern macht das nämlich, also ist das durchaus etwas, was ein Publikum erreicht, also das es sonst nicht erreichen würde. Und in München, im Gegensatz zu Erlangen, ist es natürlich jetzt so, wir haben das Comic-Festival dieses Wochenende. Nächste Woche startet aber auch die Opernfestspiele und es starten die Filmfestspiele. Das heißt, wir sind so zugeballert mit Themen und dann kommt noch Phil Collins. Oh, okay. Weißt du? Phil Collins, alles klar. Da sind die Sonderseiten weg. Ja. Ja gut, dann haben wir jetzt nächste Woche ist es, glaube ich, dann noch in Köln die Veranstaltung und dann parallel dazu oder andersrum, eigentlich haben wir in Stuttgart die Veranstaltung und blöderweise parallel dazu noch eine in Köln, so rum ist ja richtig, glaube ich. Da ist ja auch viel los. Gefühlt gibt es halt so jede Menge auch so modernere Versionen dieser, ich möchte Cons mal ganz plumpe jetzt als modernere Version der Festivals bezeichnen, weil sie noch deutlich popkultureller sind und vielleicht auch eher dieses Mischpublikum abholen, von dem du eben gesprochen hattest zum Beispiel. Ich würde eher sagen, die sind das komplette Gegenteil von Comic Festival und von Comic Salon. Und da findest du eigentlich gar keine Comic-Interessierten. Gar keine? Werfe ich mal so jetzt. Also ein paar schon. Ein paar schon.
sitzen mehr Leute bei diesen Cons auf der Bühne und hören sich die Lesung an, als es vielleicht jeder. Ja, aber ich glaube, dass die Leute, also ich meine, es geht ja im Grunde darum, okay, das war jetzt so ein bisschen reißerisch daher gesagt, aber es geht ja so ein bisschen darum, warum gehen die Leute primär hin und zum Comicfest in München oder nach Erlangen gehen die, um sich Comic-Künstler anzuschauen, sich Comic-Ausstellungen anzuschauen und sich Panels anzugucken. Zu diesen Cons gehen die nicht wegen den Comics hin. Mhm. Das hat andere Gründe. Da geht es um Cosplay, da geht es um diese TV-Sternchen. Da ist Comic wahrscheinlich an vierter oder fünfter Stelle. Das heißt nur Comic. Hat mit Comic nichts. Steht drauf. Ne? Das, ja, ja. Das ist jetzt gar nicht so böse gemeint. Das ist halt einfach ein ganz anderes Geschäftsmodell. Mhm. Und dementsprechend ist es nicht, für mich zumindest nicht die moderne Version davon, sondern das ist ein Paralleluniversum. Also es ich sehe da nicht so viele Berührungspunkte. Da gibt es vielleicht noch eher so in dieser, was wahrscheinlich, was du meinst, also dass sich da halt so die junge Szene treffen kann und sich dann so ein bisschen so von unten vernetzen kann. Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, gerade bei den Comic-Cons, eben weil die diesen mit Stars locken und so, hast du da die Möglichkeit, Neuleser, die keine Berührungspunkte zu haben, weil das gerade in Stuttgart so, da sind dann Leute, die haben sich alle Panels angeguckt, was sie wollen und dann verirren sie sich doch mal in die Artist Alley. Und denen erklärst du dann, dass da sind ja vor allen Dingen Indies und die sind dann immer so überrascht und finden das dann cool. Und also da, was er halt bei den Festivals hat, das sind die Leute, die kennen Comics, wollen dann über Neuerscheinungen und gerade die Comic-Cons, dann kriegst du halt echt neue Leute ran, die auch ein bisschen natürlich jünger sind, aber halt vorher keinen Plan hatten. Und die kann man dann überzeugen, dass das ganz cool ist. Und im besten Fall bleiben sie dabei. Also deswegen. Ich finde schon, dass Comic da geht. Ja, also halt, es ist ein anderes Publikum, definitiv. Aber es ist genug Schnittstelle da, dass es nicht ganz abwegig ist, dass man denen auch noch ein Heft in die Hand drücken kann, neben ihren Fotoshoots und Cosplay-Fotos und so. Ja. Gerade in Stuttgart, muss man auch sagen, sind, glaube ich, mehr Comic-Stände als jetzt hier auf dem Comic-Festival. Also der Comic-Bereich da ist eigentlich schon riesig. Die ganze Messe ist riesig. Also da. Klar, geht man auch leicht unter. Also wir haben dann auch gemerkt, wenn man irgendwie in eine komische Ecke von dem Comic-Bereich geraten ist, dann läuft halt niemand am Stand vorbei den ganzen Tag. Aber also so eine Bühne weniger, nicht unterschätzen und nicht unterschätzen, wie viel Comic-Interesse dann teilweise doch da ist oder wie viel Comic-Angebot da vor allem auch da ist. Gerade von der ganz jungen Zeichnergeneration. Eben, insbesondere Stuttgart, denke ich, muss man positiv. Ja, genau. Also die anderen sind, glaube ich, ein bisschen noch stärker, mehr so auf Merchandise und Stuff orientiert. Aber Stuttgart bietet da schon irgendwie ganz gut was. Ja, sollte ich doch mal hin. Ja. Was mir mal so ein bisschen auffällt und da auch mal so eine einfache Frage in den Raum, wir sind ein Stammtisch, da darf man einfach mal ganz pauschal Sachen rausballern und wir gucken mal, was passiert. Und zwar geht es mir um die Frage so, also Indie, Self-Publishing, selbst produzieren, sich in meinetwegen Vereinen organisieren, ein bisschen um die Frage, gibt es sowas wie Konkurrenz oder sind eigentlich alles nur nette, liebe Mitbewerber, die zusammen Kaffee trinken gehen nach der Veranstaltung? Caro, wie sieht es aus? Du machst ja nun ganz viel, du bist komplett auf dich selbst gestellt und wer sich übrigens mal Werbung auch mal machen, möchte mal Werbung machen an der Stelle, mal einen Eindruck von deinem Alltag so machen möchte und von deiner Arbeit so, da kann ich die das Interview mit den Kollegen bei Yay-Comics empfehlen, das hat sie aufgezeichnet, wirklich ganz toll, gefällt mir prima, erzählen auch ganz also von deinem morgendlichen von deinem Kaffeeritual am Morgen. Das ist sehr wichtig. Ja. Möchte aber positiv erwähnen. Ja genau, wie sieht es eigentlich aus? Also können eigentlich wirklich alle ganz gut miteinander oder gibt es so ein bisschen Gestachel? Ich meine insbesondere gerade so bei den Leuten, die sie wirklich sich selbst so durchboxen müssen. Ja, also ich sag mal so, gibt immer Leute, mit denen du nicht kannst. Das hat aber nicht unbedingt was mit dem zu tun, was sie machen, sondern das klappt menschlich halt nicht. Aber als Konkurrenz empfinde ich die Mitbewerber sag ich, eigentlich gar nicht, weil dafür ist es zu klein. Also ich habe jetzt so VA, also ich wüsste jetzt spontan nicht mal, wer da direkt mein Konkurrenz ist, weil ich nicht weiß, wer auf dem Indie-Markt noch ein Fantasy-Comic in Vollfarbe, was auch noch eine Serie ist, macht. Und ich muss nicht, ich weiß, ein paar andere, die machen Science-Fiction oder die machen Boys Love oder was weiß ich, aber so das Ding, das ist so nischig, das ist mir, also das ist keine Konkurrenz, das ist halt so, da denke ich, naja, die Leser werden schon wissen, was sie mögen, ihr Genre. Und dann muss ich die halt suchen. Das ist meine Aufgabe. Ich muss nicht gucken, oh, der Links hat jetzt mehr als ich verkauft oder nicht. Das ist eigentlich echt egal. Ja, und genauso muss ich mich nicht mit Illustratoren messen oder so, weil jeder hat da so seinen eigenen Stil. Und ich weiß halt, wenn der eine große Artprints verkauft und damit, das ist nicht meine Konkurrenz. Also diejenigen, die Artprints kaufen, wollen nicht meinen Comic oder sowas. Und beziehungsweise die Leute, die Comics lesen, die nehmen vielleicht beide mit. Ja, genau. So, ja. Nee, also ich empfinde das gar nicht. Ich habe ja auch ein paar Freundschaften und so. Ich empfinde das eigentlich sehr kollegial und die, mit denen ich so rumhänge, weil wir so wenige sind. Also es sind zwar viele, aber gleichzeitig auch nicht. Ich meine, wie viele aktive Zeichner
gibt es. Gut, die eine ganze Menge. Eine ganze Menge, ja, aber die auch wirklich Bücher machen. Das sind vielleicht, lass es mal 300 sein, 400. Das ist ja, ich meine, klar, 300, 400, aber es ist jetzt auf Deutschland, weil jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Und also ich glaube schon, dass da jeder seine Nische finden kann. Ist das wie so bei so einem Handwerker? Da macht die Stadt eine tolle Ausschreibung. Ich habe hier ein Projekt und jetzt kommt mal bitte alle zu mir und macht mal ein Angebot. Gibt es sowas in der Illustratoren-Szene auch, dass du jetzt jemand wegen einer Brauerei bist und dann hast du hier, ich hätte jetzt aber gerne so einen Comic zum Oktoberfest und dann machst du eine Ausschreibung. Gibt es sowas überhaupt bei Comics? Ist Ausschreibung nicht. Ausschreibung nicht. Also wenn, wirst du direkt angeschrieben. Ja. Ich habe das manchmal. Da kommt dann einer mit, ich habe hier ein Skript oder zum Beispiel, wir haben Produkt XY, wir hätten gerne eine kleine Serie dafür, 6 Seiten oder sowas und dann ist das ja ein klassischer Illustrationsjob. Dann sagst du, ja, dann kalkulieren wir mal und dann erschrecken alle, wie teuer das ist. Ja. Dann kommt das nicht zustande. Ja. Aber Ausschreibung eigentlich nicht. Also nicht für, ja, also vielleicht für Werbecomics noch am ehesten oder sowas in der Richtung, aber ja, sind dann eher Illustrationsjobs halt. Okay, also Mundpropaganda-Empfehlungen oder man kennt wen, der schon mal was gemacht hat oder sowas. Ja, ja, so funktioniert es eigentlich am besten. Meistens. Okay, spannend. Ja, also erstmal ist ganz wichtig, wir haben ein bisschen Stammtisch, haben es vergessen. Prost. Hey. Spank Danny. Das ist erstmal gut für die. Cheers. Cheers. Yo, ich komme gar nicht ran, ich mache einfach so. Clear. Oh. Gilt schon. Ja, Dirk, weißt du eigentlich, was wir da trinken? Ist das auch das spezielle Bier- und Oktoberfestmuseum Helles? Nee, ich weiß nicht, ob die eine eigene Marke haben oder ob die... Nee, ich weiß dahinter nicht, steckt was Augustiner. Da drin ist. Ist es Augustiner? Ich, ne? Höchstwahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Okay. Es ist hell, es ist ein sehr helles Helles, es ist demnach Augustiner. Ist das hier so ein überfahrenes Kind auf dem Glas? Was, ein überfahrenes Kind? Das liegt so ein bisschen schräg. Oder eher da so breit, Wappen. Oder? So. Immerhin kommt ja aus München dieser wunderbare Spruch, Bier auf Wein, das lass sein. Mhm. Und zwar kommt es daher, weil München war früher ja mal eine Weinstadt, so wie viele andere Städte auch. Deswegen gibt es ja auch hier die Weinstraße und so. Und wenn du hier in den Hotels eingecheckt hast, hier direkt so am Isartor, ist ja hier um die Ecke, dann bekamst du als Gast immer erstmal so einen Humpen Wein. Das war immer so das Gastgeschenk, was so eine Karaffe Wein zum Willkommen. Und dann fingen sie an mit diesem neumodischen Gesiff Bier. Und das lockte dann auch Touris nach München und die dachten sich, boah, da könnten wir ja auch mal ein bisschen hier das Bier probieren. Mhm. Und dann haben die Hoteliers, beziehungsweise die Weinindustrie hat dann diesen Spruch erfunden, diesen Werbeslogan, Bier auf Wein, das lass sein, wohlwissend, dass das Erste, was die in München trinken, Wein ist, wenn sie im Hotel ankommen. Und dann haben sie gehofft, sie könnten damit den Bierboom stoppen. Aber naja, ich kenne das anders. Dass der Wein früher so ein furchtbarer Sauerampfer war, dass das Bier einfach das bessere Getränk war. Ja, ja, das sowieso. Ja, ja. Aber man musste die Leute ja davon abhalten, dieses bessere Getränk überhaupt erstmal zu Gemüte sich zu ziehen. Ne? Und gibt es da nicht Wein auf Bier, das rate ich dir? Ja, genau. Das können wir wahrscheinlich vom gleichen ist, Ding. Weil das ist sehr wahrscheinlich, wenn man es nicht verhindern konnte, dass sie doch saufen. Die doch vorher schon ein Bier getrunken hatten. Ja, ich kenne sonst dieses Wein auf Bier immer nur, wenn auf Partys irgendwie die Getränke ausgehen und die Gäste aber auch nicht gehen wollen. Und Bier ist hier in München ja sowieso ein ganz besonderes Ding. Also ich sag's ganz ehrlich, einer der Hauptgründe hier zu sein ist, weil der Heiner mich mit Freibier gelockt hat. Also, er hat wirklich mehrfach erwähnt, dass egal welche Veranstaltung man besucht, es gibt überall Freibier und Freibier, Bier gehört dazu und hast nicht gesehen, ist, warum liebt die hier eigentlich alle so krass Bier? Also mal ernsthaft. Es gibt auch einen Biergarten neben der alten Kongress. Ja. Das ist natürlich auch noch ein wichtiges Argument für manche zum Comic-Festival. Da versacken wir heute Nacht, oder? Ja, das war mein Fall. Erstens haben wir in München tatsächlich wahnsinnig gute Biersorten. Also es sind wirklich mehrere gute Biere, obwohl ich ein Augustiner-Fan bin, also fast monotheistisch hier lebe. In deine Leber kommt nur Augustiner, gell? Ja, das sind mehrere in dieser Stadt. Aber ich glaube, das ist auf der einen Seite ist das ein Segen, dieses Bier. Das lockt auch wahnsinnig viele Touristen nach München und gleichzeitig ist das auch ein Fluch für Kreative auch in München, weil gerade wenn du dich so in der Indie-Szene oder so ausfällst, weil es so, ich sag mal, so im Pop-Bereich beispielsweise, da gibt es großartige Formationen, Chicks on Speed oder so, die alle in München gestartet haben. Dann sind sie nach Berlin gegangen, wo jedes Bügelbrettkonzert zum Event aufgepeppt wird. Und da startet das dann voll durch die Decke und alle sagen, boah, wie cool ist Berlin. Weil die Leute gehen nach Berlin, um Underground zu erleben. Mhm. Die Leute kommen aber nach München, um Bier zu erleben. Okay. Das heißt, du hast hier, egal ob du als Comic-Aktiver bist oder Popmusiker oder sonst was, hast du gegen ein wahnsinniges Bier-Image zu kämpfen, das erstmal die Lederhose, den Knödel und die Bassbier feiert, egal ob Biergarten oder Oktoberfest. Das ist das Erste, was den Leuten zu München einfällt.
Aber auch generell deutschlandweit einfällt. Ich meine, wenn du in Frankfurt am Flughafen landest, dann kriegst du da bei dem Deutschland-Shop um die Ecke natürlich nicht irgendwie, gut, du kriegst gleich auch eine Fahne, aber vor allem kriegst du Lederhosen, alles in blau-weißem Muster und natürlich jede Menge Helles. Das ist immer der Frust der Preußen, wenn sie erkennen müssen, und das sage ich aus meiner tiefsten bayerischen Seele, dass ganz Deutschland im Ausland bayerisch zu sein scheint, plus Kuckucksuhr. Ja, mega. In Florida hat mich mal eine angesprochen. Oh, you're from Germany, where's everybody naked? Oh ja, das ja, auch wir haben okay. gesagt, das oh yes, auch. Everybody's naked. The bus driver, the policeman, everybody's naked. Ja, kein Kern. Und wie es ist, unter Adolf Hitler regiert zu werden, ist auch eine ganz zentrale. Es geht inzwischen, ja, aber es ist schon in Indien. In da muss ich sagen, ist es mir lieber, wenn die Leute uns alle für nackt halten. Ja. Habt ihr Tage gehört beim Jan Böhmermanns Podcast, dass der Dachverband für FKK, der heißt nicht FKK, der heißt irgendwas anderes, BFK oder sowas, der beschwert sich über sinkende Mitgliederzahlen. Warum wohl? Ganz klar, ist ein bisschen logisch, FKK, immer weniger Leute machen FKK. Warum? Weil die Leute, das sagen Befragungen, Angst haben vor einem schnellen Schnappschuss mit dem Handy. Ah. Ja, und das ist natürlich vor, sag ich mal, 20 Jahren nicht so das Thema gewesen, ja. Aber inzwischen, das Smartphone ist eine Bedrohung für FKK-Strände, wer hätte es geahnt? Ja. So, aber in München sind sie doch immer noch nackt im Englischsprachigen. Es, weniger. Es sind aber weniger geworden. Ja. Dafür haben wir mehr Surfer. Das ist auch übrigens, wenn du noch nicht in München warst, empfehle ich dir, ich glaube, das ist die einzige Stadt, die Isar, so City Surfer, also wo Leute auf der Isar surfen. Was ist nicht der Eisbach hauptsächlich? Das ist der Eisbach. Das ist der Eisbach, ja. Da kommen Leute aus Hawaii. Ja, stimmt. Und da standen sogar schon die Beach Boys und haben sich die Surfer angeguckt oder auch Patti Smith stand einen Nachmittag dort und genoss diesen Anblick. Gibt es auch einen Film drüber, glaube ich. Mhm. Ja. Über die Eisbach-Surfer. Genau, es gibt im Englischen Garten quasi so eine kleine Welle, die da so künstlich reingebaut wurde. Und da sind den ganzen Tag, solange das Wetter gut ist, Surfer unterwegs. Das Wetter ist immer gut. Ich glaube, diese Welle ist sogar enteignet worden. Diese Welle hätte eigentlich dem Freistaat Bayern gehört. Okay. Und die wollten das, glaube ich, nicht. Also so habe ich es gehört. Und deswegen hat die Stadt München diese Welle vom Freistaat Bayern enteignet. Stimmt, der Freistaat wollte das eben Badeverbot, also auch Surfverbot und so. Und die München haben gesagt, das hat sich so etabliert. Ich meine, das ist ja auch geil. Das hat ja eine Surfszene von sich aus. Er hat da entdeckt, boah, das ist eine geile Welle. Die nutzen wir. Und dass das sich so etablieren durfte, das finde ich zum Beispiel schön an dieser Stadt, dass sowas standhalten darf. Klingt wie ein eigentlicher Grund, hier München mal besuchen zu wollen, wegen dieser Welle und jetzt weniger wegen Sachen, für die es vielleicht gar nichts kann. Also nicht unbedingt nur die Lederhosen. Apropos Lederhosen, ne? Oktoberfest, das Hotel, in dem hier viele untergebracht sind, da ist ja dieser Oktoberfest, dieser Bereich direkt vor der Tür quasi, und ich bin ja mega geschockt. Das ist ja absolut ein grauer Platz. Da ist ja einfach nur Beton und Schutt. Das ist nicht schön. Warum macht ihr sowas? Warum hutten ihr eure Stadt so eine riesengroße graue Fläche an, die anderthalb Monate? Damit man die nicht sieht. Weißt du, ist doch geil. In dem Augenblick, wo Bierzelte drauf sind, siehst du diesen grauen Platz nicht mehr. Und weißt du, aus Grau macht Blau. Das Frühlingsfest gibt es dann auch noch, um es dann zwischendurch nochmal zu verdecken. Und das Weihnachtstollwood. Und das Tollwood ist dort und es ist eine riesen Freifläche innerhalb der Stadt, die wir sehr wahrscheinlich diesem Umstand danken, dass dort eben irgendwann mal diese Hochzeitsfeier ausgetragen wurde und dass deswegen regelmäßig Oktoberfest dort ist. Für die Wiesen. Und Mai, und da flaniert man dann auch oder skatet dort auch ab und zu und was weiß ich was. Und okay, hat mich noch mega überrascht. Das war jetzt, ich bin das hübscheste Aushängeschild, das ich mir für die Stadt vorstellen kann. Ja, so ist das, genau. Wir sind ja ein Podcast, wir zeichnen das Ganze jetzt auf und ich habe ja praktischerweise auch einen Podcast-Kollegen am Start. Ich möchte einfach noch so ein bisschen auf so ein paar Sachen zu sprechen kommen, weil auch das Thema Eigenwerbung ist mir wichtig. Also was gibt es zum Beispiel an aktuellen Veröffentlichungen? Welche Produkte wollen wir vielleicht aktuell nochmal vorstellen? Was schwert uns so an Ideen im Kopf, wo wir sagen, okay, hier, liebe Zuhörer, da gibt es noch das ein oder andere Thema, auf das möchten wir euch zumindest noch hinweisen und möchte erstmal Werbung machen, nämlich für den Podcast, den ich gerade angesprochen habe, Dreck und Gold. Ein Podcast, den der Adrian von Bauer zusammen mit seiner lieben Kollegin macht und mit der Eve J. Ihr seid da gerade in der Staffelpause, oder? Ja, tatsächlich kommt in ein paar Tagen ein neuer Podcast von uns zur neuen Star Trek Deep Space Nine Dokumentation, die irgendwie gerade in Deutschland in die Kinos kommt für einen Tag, glaube ich. Ansonsten besprechen wir da vor allem eben Star Trek Discovery immer jede Folge und ab und zu sprechen wir auch über andere Themen. Also der Podcast heißt eigentlich Dreck und Gold. Das war mal ursprünglich mehr so ein allgemeiner Popkultur-Podcast, aber irgendwann haben wir dann festgestellt, wir haben nicht so viel Zeit, irgendwie das ganze Jahr über jede Woche Podcasts zu machen.
Deswegen machen wir so fokussiert, wenn irgendwie Star Trek-Themen anstehen, weil das so unser irgendwie absolutes Herzens-popkulturelles Nische ist, machen wir darüber dann vor allem Podcasts und ja. Sag mal, dieser Tarantino-Film, kommt der jetzt noch oder kommt der nicht? Tarantino macht ja gerade Presse für seinen neuen Film Once Upon a Time in Hollywood und wird immer wieder gefragt und es klingt so, als hätte er weiterhin vor, da seinen Star Trek-Film im Anschluss anzugehen. Aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil er hat eigentlich ja noch nie irgendwie so einen Franchise-Film oder so gemacht und er hat es eigentlich auch nicht nötig. Und ich bilde mir auch ein, relativ aktuell gehört zu haben, dass CBS ist es, glaube ich, ne, mit Star Trek, dass die das nicht machen wollen. Also die Paramount ist, na gut, ist dasselbe. Ja, nee, das sind tatsächlich zwei verschiedene Firmen. Das ist ja das Problem, in Anführungsstrichen, von Star Trek, dass es unter zwei Firmen aufgeteilt ist und die sich nicht so ganz einig sind manchmal. Aber genau, das könnt ihr ja mal in unseren Podcast reinhören, wenn ihr das... Aber das ist schon so richtig beauftragt, ne? Also das ist ja nicht sein Ding, sondern... Ja, er kam tatsächlich, glaube ich, mit einer Idee. Also Tarantino kam mit einer Idee auf die zu und gesagt, ich möchte gerne mal einen Star Trek-Film, weil er auch wirklich Star Trek-Fan ist und seit Jahren immer erzählt, er würde gerne irgendwie die Klassik-Serie als Kinofilm remaken und so. Hat dann gesagt, ich hätte aber eine Idee, lass uns das doch mal machen. Aber keine Ahnung, ob das was wird. Mhm. Ich bin gespannt. Ich meine, alle denken ja immer bei Tarantino an Gewalt, aber der ist ja im Grunde so eine Art Genre-Fan, ne? Also der hat ja, und bei dem geht es ja... Dialoge sind sein Ding. Ja, primär um die Dialoge, um das Gelaber. Und also es wird wahrscheinlich ja kein brutaler Star Trek-Film werden, sondern halt ein sehr redeintensiver Star Trek-Film. Ja, doch so ein Klingonen-Film, wo es einfach nur um die Schlacht, um auch nach der Schlacht. Und ja, aber die Klingonen können ja auch sehr viel quatschen und Opern singen. Also, ja, stimmt wohl, das ist ja. Wahr. Also, aber die sprechen ja dann immer klingonisch. Ja, so mit Untertitelfilmen hat er ja auch schon Erfahrung. Das stimmt. Ja, ganz kurz Christoph Waltz kann ja bestimmt auch klingonisch. Boah, das finde ich geil, die Tarantino-üblichen Musikklassiker auf klingonisch. Das wäre der Hammer. Noch so ein ästhetisches Splatter dazwischen mit, würde ich gucken, sofort. Gleich Tarantino anschreiben, ich habe eine super Idee. Ganz kurz. Was würde ich auf den Jean-Luc? Picard. Genau, das kommt gerade noch dazu. Die Picard-Serie kommt. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf, weil das mein Lieblingscast ist. Picard als Winzer, da sind wir wieder beim Thema Saufen. Ja. Oh, die Test-Screenings sollen nicht so geil gewesen sein. Die haben doch, glaube ich, noch mal ein bisschen was reingesteckt. Ich glaube, die ersten drei Folgen sind schon fertig gedreht. Irgendwie. Aber die haben das noch nicht. Es gab Test-Screenings. Laut Nerdizismus im anderen Podcast gab es schon Test-Screenings. Okay. Das war der, also der Trailer, da sieht man die noch ein bisschen Weinberg. Erst Ding, dann Picard, alle steigen in Wein ein. Ja. Ja, haben wir es wieder. kurz auf, was mir wichtig ist, kurz zu Shazam. Wie sieht's aus? Wann kommt das nächste Heft? Kam jetzt nicht, ich glaube, es kam aktuell ein neues, ne? Vielleicht kannst du da nochmal kurz ein bisschen. Zu dem Zeitpunkt, wo Leute den Podcast hören, kam es hoffentlich. Gerade heute warten wir tatsächlich noch drauf, weil sich das irgendwie alles ein bisschen sehr knapp gemacht wurde. Wir kriegen die hoffentlich morgen von der Druckerei geliefert, also am Comic Festival Freitag, direkt zum Comic Festival und dann haben wir sie auch im Stand. Und mich hat es in diesem Jahr sozusagen doppelt erwischt. Einmal dieser Shazam-Band, wo wir einen Fokus setzen auf den David Filicki, der so ein, also vor allem in der Manga-Szene sehr aktiv ist, aber auch für Shazam seit vielen Jahren Stories macht. Und wir haben gedacht, wir sammeln diese ganzen Stories mal. Der hat die alle überarbeitet, irgendwie teilweise noch 10 Seiten dazu gezeichnet, noch irgendwie, glaube ich, über 50 Seiten an zusätzlichen Comics aus seiner Schublade gezogen, die er noch nirgendwo veröffentlicht hatte und gedacht, hey, ich habe noch sowas. Deswegen ist es jetzt so ein dicker Band nur mit ihm geworden, was ich ziemlich cool finde, weil er irgendwie so einer meiner deutschen Lieblingszeichner ist. Das ist jetzt so ein bisschen Sonderfall innerhalb der Shazam-Reihe. Der ist eben jetzt hoffentlich so gut wie fertig oder gerade auf dem Postweg zu uns. Und ich habe jetzt aber das gleiche Ding noch mit meiner anderen Comic-Veröffentlichung zum Comic-Salon. Nämlich habe ich einen neuen Band für die Zombie-Reihe Die Toten gemacht. Der kommt hoffentlich auch morgen hier an. Okay. Weil die Druckerei das gestern an die falsche Adresse geschickt hat und das dann beim Stefan Dinter in Stuttgart gelandet ist. Genau, da habe ich eine Zombie-Story gemacht, die in München spielt. Weil ich, als ich jetzt geschrieben habe ich auch noch in München gewohnt und ich hoffe, dass das auf dem Festival dann irgendwie auch ein Publikum findet. Toi, toi, toi. Ja. Zombies in München? Zombies in München. So Gentrifizierung Teil 2 oder was? Es geht tatsächlich um Gentrifizierung. Es spielt in einem Luxus-Apartment-Komplex, wo sich so die reichen Wohnungsbesitzer eingesperrt haben und nichts teilen wollen. Und dann kommen halt die anderen, die draußen von den Zombies belagert werden und wollen da auch wohnen. Und dann
passiert natürlich einiges an Horror und Gewalt. Das ist so Edgar Allan Poe, ne? Apropos, so Wissenswertes über Erlangen, Wissenswertes über München. In München gibt's, weil du hast ja vorhin gefragt, was München so lebenswert macht, es gibt das Werkstattkino, wo ja auch der Comic-Salon regelmäßig stattfindet, den auch der Heiner unter anderem hier veranstaltet. Comic-Café. Salon war ja Erlangen, genau. Das ist so schwierig. Aber lass uns noch ein Bier bestellen. Ja, hätte ich tatsächlich gerne. Ja. In diesem Werkstattkino werden ja wahnsinnig tolle Underground-Filme gezeigt. Die waren früher so gut, dass ein Staatsanwalt, den ich ja für sehr filmaffin halte, der hat sich nur die besten Perlen rausgepickt, die immer konfisziert wurden, weil so ein Kram da auch lief. Aber der Thomas Reitmeier, das ist so ein Horrorfilm-Fan in München, der macht eine Reihe, die längste Serie, wo nur Horrorfilme laufen, immer im sonntags in diesem Werkstattkino. Und der hat mir mal nachgewiesen, dass ein Zombie-Film aus den 70er Jahren spielend in Manhattan die ganze Gentrifizierungsdebatte schon vorweggenommen hat. Okay. Das geht gut zusammen, Gentrifizierung und Zombies. Ich schwafel ein bisschen raus. Am Schluss, wenn ich fertig bin, weiß ich selber immer nicht, warum ich angefangen habe. Okay. Willkommen beim Stammtisch. So ist er, der Dirk. Wir haben vorher auch ein bisschen geschrieben, wir haben sogar telefoniert. Bam, das mache ich nicht mit jedem. Also Telefonate, das ist schon wirklich special, da muss man schon wirklich VIP sein. Ohne dass man es aufzeichnet. Ohne dass man es aufzeichnet, ganz genau. Und ich habe dich mal gebeten, weil als jemand, der da wirklich eine große Auswahl hat und ganz viele tolle Werke kennt, dir vielleicht den einen oder anderen Comic zu überlegen, wo du selbst sagst, okay, hier, den sollte man mal erwähnen, der verdient noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, da finde ich das Werk toll oder und den Künstler toll oder und den Verlag. Um es vorwegzunehmen, damit du es nicht sagen musst, ich kann mir vorstellen, dass du arbeitest ja ausschließlich für geile Verlage und hast nahezu ausschließlich geile Werke im Programm, sage ich mal, aber ich möchte dich trotzdem bitten, eine kleine, aber feine Auswahl hier zu treffen. Andi, ich habe dir doch gesagt, dass ich mich nicht vorbereiten kann. Willst du ein Bier? Ja, trinken wir erstmal ein Bier noch eine Runde quasi. Stellenpause, ja, überlege ich. Genau. Ja, also ich bin mit, lass ich mal kurz abzählen, 1, 2, 3, 4, 5 Verlagen hier. Oder jeder, mit dir. Oder mit mir. und jeder hat natürlich neue Bücher. Also mit dem Avant-Verlag sind wir mit so einem Norweger hier, der für uns spannend ist, pressetechnisch natürlich wegen Gastland Norwegen auf der Frankfurter Buchmesse im Herbst. Also da passiert da jetzt schon seit der Leipziger Buchmesse, seit März viel. Da wird die Norweger sind da sehr aktiv und der ist jetzt auch hier, Steffen Kverneland. Der ist auch im Grunde auch so ein alter Bayer im Herzen. Der hat nämlich mal ein... Surft er gern? Der trinkt sehr gern. Okay. Das ist nichts. Er hat vor knapp 10 Jahren hatte so einen Comic gemacht, der hier auch präsentiert wurde, über Olaf Gulbrandsson. Zusammen mit Lars Fiske, genau. Lars Fiske, ja. Ja, die zwei sind super. Ja. Der spielt halt im Grunde in Bayern. Also es geht so ein bisschen auch so, so eine Art Fear and Loathing in Las Vegas, aber in Bayern. Also die sind auf der Spurensuche nach Olaf Gulbrandsson in Bayern und am Tegernsee. Und der beschäftigt sich halt viel mit im Grunde mit Künstlern, mit Kunstvermittlung in seinen Comics. Er hat dann später noch einen gemacht über Edvard Munch, den wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Und jetzt hat er zum ersten Mal einen gemacht, der jetzt nicht so einen biografischen Ansatz hat, oder im Grunde doch, aber es geht um seine eigene Familie. Sehr düster, sehr bewegend. Es geht um den Suizid von seinem Vater. Also sein Vater hat sich umgebracht, als er 18 war. Und er blickt jetzt halt in seine Familiengeschichte zurück, kramt ganz viele Familienfotos raus, Briefe und puzzelt das so ein bisschen zusammen, was für ein Mensch das war. Nach und nach hat man so ein bisschen so einen Einblick darin, was einen Menschen dazu treibt, diesen Schritt zu mitgehen. Also das ist Ein Freitod heißt das Buch, Steffen Kverneland, das wird hier präsentiert. Dann habe ich so ein... Noch Lesung? Bitte? Gibt es eine Lesung zu hier? Es gibt so ein Panel mit den beiden hier, aber ich kann dir gerade nicht sagen, wann. Ich glaube, Samstag. Und der wird, wie gesagt, auf der Frankfurter Buchmesse sein, als Teil von diesem ganzen Gastlandtross. Und dann habe ich so einen kleinen Auftrag angenommen. Ich mache ein bisschen Presse gerade für Edition 52. Die sind aus Bielefeld, so ein ganz kleiner
Laden, der so 2-3 Bücher im Jahr nur macht. Essex County Trilogie ist ganz genau. Gut, aber so ist, ja. Und die machen, haben jetzt einen gemacht, die haben schon mehrere Bücher gemacht mit so einem Gießener Comiczeichner, den ihr vielleicht kennt, Andreas Eikenroth. Mhm. Der ist so sein. Ja. Kennst sie alle. Ja, der hat so in Gießen, ich habe in Marburg studiert, in Mittelhessen, und der hat in Gießen irgendwann mal so ein umsonst Comic-Magazin gemacht, Keins Mal. Und das war so eins meiner ersten Comic-Indie-Erfahrungen, die ich hatte. Also ich bin im Grunde schon so Comic-sozialisiert und habe das alles mitgemacht mit lustigen Taschenbuch und Marvel, DC, und dann halt so mit 18, 19 in diese Indie-Schiene reingekommen. Und dann hatte ich, und unter anderem, weil ich einen Comic von Andreas Eikenroth in der Hand hatte, den ich fantastisch fand, der lag bei mir quer durch alle WGs, in denen ich gewohnt habe während meiner Studiezeit, immer auf dem Klo. Ich den so lustig fand, den habe ich mal mitgenommen und habe den immer allen anderen gezeigt. Es gibt für jedes Thema einen Comic, wirklich. Naja, also der ist, der erscheint seit ein paar Jahren bei Edition 52, und er hat jetzt einen Comic gemacht über so eine Graphic Novel Adaption von Büchern aus Wojcik. Was ja erstmal so ein Thema ist, wovor es einen graust. Ja. Ich krieg gerade so Flashbacks. Deutschleistungskurs. Ja, genau das. Hat er auch seine Erbsen gegessen. Das kam ja auch noch im Abi dran, das war so super geil. Dankeschön. Ja, aber es ist ein, also gut, es ist natürlich ein Fragment, ne? Also das, der Büchner ist ja. Danke für die frische Runde. Nochmal Prost, kurz zur Unterbrechung. Ja, lass uns mal kurz anstoßen. Einfach unhöflich zu sein, weißt du. Prost. Prost, Prost. Prost da drüben. Prost. Ah ja, ich komm rüber. Ich hab rüber. Oh nein. Immer so über sein Aufnahmegerät, das finde ich so toll. Ach, alles, was ich das macht die Geschichte viel spannender. Ja. Wir haben dich unterbrochen, entschuldige. Wo war ich gerade? Wojcik. Wojcik, Erbsensuppe. Nee, also er bedient sich im Grunde bei allen Wojcik-Varianten, weil Büchner hat ja mehrere gemacht, bevor er gestorben ist. Ist ja nie in der Form veröffentlicht worden, wie er das gerne gehabt hätte. Und bastelt auch so ein bisschen den Klaus Kinski-Wojcik rein. Das ist so eine Melange aus allen Wojcik-Varianten, die es gibt. Und grafisch orientiert er sich, und da wären wir wieder ein bisschen bei den Norwegern, weil Lars Fiske, der zweite Norweger, der auch hier ist, vom Comic-Salon, Comic-Festival, der hat Anfang des Jahres eine Comicbiografie von George Grosch gemacht und auch in diesem Stil gezeichnet, diesen geometrischen, wirren, irren Stil aus der Weimarer Republik. Und so futuristisch. Eikenroth ist halt so sehr stark so von dieser Weimarer Republik-Schule, so Max Liebermann, George Grosch geprägt. Das heißt, da ist halt, es gibt keine Panel-Grenzen, es ist nicht so ein klassischer Comic, sondern jede Szene fließt über in die andere, und es ist jede Seite ist so ein eigenes Tableau. Also ich finde es schon super, und das hat mir gut gefallen. Jetzt, auch wenn ich zugeben muss, dass ich Wojcik, dass ich wie er auch eher negativ behaftet hatte, in meiner Erinnerung. Also das ist ein schöner Band, der ist jetzt gerade frisch fertig und im Gegensatz zu manch anderen auch angeliefert worden. Ja, okay, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, ich habe genug erzählt über die beiden. Das sind aber schon ein paar ganz tolle Empfehlungen gewesen, und ich packe sowieso Links zu allen relevanten Anwesenden in die Shownotes. Ich werde natürlich die Verlage in den Shownotes finden. Und an dieser Stelle auch mal ganz dezent bemerkt, auch den einen oder anderen Affiliate-Link, Reusver. Also ihr habt da Möglichkeiten, diese Werke zu erwerben. Ich möchte weiter wandern in der Runde. Auch dir, Christoph, mal kurz die Möglichkeit geben, was gibt es denn vielleicht an Sachen, auf die wir uns bei dir freuen können? Gibt es aktuell Werke von dir, die wir dir heute jetzt zum Beispiel hier beim Comic-Festival, nicht beim Salon, abkaufen können? Worauf freust du dich besonders? Gibt es schon, wie ist ja die... Was gibt es alles noch von dir? Von mir? Ja, eher von uns, wenn es jetzt hier um Comics geht, weil ich lebe ja eher von Kinderbüchern, hauptberuflich. Ja, wir haben nichts zu kaufen. Natürlich haben wir Dinge zu kaufen. Die sind allerdings alle ein bisschen älter, eben wie zum Beispiel unser Biercomic. Wir haben aber gerade ein neues kostenlos am Start, 44 Seiten, ohne Werbung, alles selbst finanziert. Kostenlos, das verschenken wir. Was ist das denn? Ja, doch, das geht. Wahnsinn. Ja, kann man machen. Deswegen brauchen die auch keine PR. Habt ihr zu viele Mitglieder? Nein, das geht einfach. Das ist cool. Wir tun es, weil wir es können.
Echt tolle Sache, okay. Gibt es das auch digital? Kostenlose Sachen bieten sich ja an. Dass man ja, ich denke schon. Auch schon Website nachher nochmal die Kollegin Anna fragen, was genau, sie dazu sagen. Genau, die kümmert sich drum. Ja. Die heute in der zweiten Runde nachher dabei sein wird, wo wir uns dann noch ein bisschen intensiver mit der Vereinsarbeit selbst auch beschäftigen werden, mit den Details, die da so drinstecken. Okay, prima. Man muss allerdings auch noch ergänzend dazu sagen, dass eure Hefte, die kostenlos sind, wenn da Werbung drin sind, dann ist das meine Lieblingswerbung, weil das ist ja eine gezeichnete Werbung. Ja, genau. Ja, das, war, das heißt, da sind wir bei Werben und Verkaufen. Bei so einem Branchenfachblatt sind wir mal lobend erwähnt worden, weil ist klar, bei einer Zeitung, da blätterst du einfach über VW und Deutsche Bank einfach drüber. Und bei uns sind die Anzeigen halt immer als Werbung gestaltet worden, beziehungsweise als Comic gestaltet worden. Das heißt, das ist, du liest einen Comic, du siehst einen Cartoon, lachst dir einen und merkst erst nachher, Werbung. Ups. Das ist einfach untergeschoben. Reingefallen. Ich habe mir ein Auto gekauft. Ja. So schnell kann es gehen. Ja, mega. Caro, ganz kurz, bevor wir gleich zu dir kommen, deinen Werken, muss ich den Dirk unbedingt noch fragen. Du bist ja offensichtlich nebenberuflich Touristenführer, weil du exakt alles über die Stadt München weißt und wahrscheinlich auch geschichtliche Daten. Liege ich da richtig oder liege ich da falsch? Wann kann man bei dir mal was buchen als Touri-Führer durch die Innenstadt Münchens? Also ich schreibe viel über München, also, aber dann journalistisch und ich mache Radios. Ich mache Radiosendungen, deswegen kann ich mit dem Mikro nicht umgehen. Mit der Zeit kommt das. Das ist... sehr wahrscheinlich habe ich deswegen so wenig Protest bei meinen Sendungen, weil ihr mich nicht hört. Okay. Ja, und dadurch komme ich natürlich viel rum. Also, das ist das Tolle am Journalistendasein, dass du wahnsinnig viel informiert wirst über das, was geht. Aber abgesehen davon bin ich natürlich auch ein aufmerksames Kerlchen. Und ich liebe wirklich diese Stadt. Ich weiß schon, warum ich diese überhöhten Mieten hier zahle und sowas und warum ich mir diese überhöhten Miete über Freikonzerte, über Freikomics und über Freibiere gegenfinanzieren lasse. aber es funktioniert in München übrigens tatsächlich auch. Ne? Also ich neide niemanden dieses Berlin, was großartig ist. Immer wenn ich in Berlin bin, fühle ich mich wahnsinnig wohl, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass der Berliner an sich ein Dorfbewohner ist, weil er aus seinen drei Straßenecken nicht rauskommt. Also jedes Mal, wenn ich sage, dass irgendwie eine Veranstaltung im anderen Kiez ist, habe ich so das Gefühl, die müssen jetzt erstmal einen Koffer packen, um da überhaupt hinzukommen. So war mein Eindruck auf jeden Fall, wenn ich dort war. Ja. München dagegen ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher und trotzdem ist es so, dass ich sehne mich nach Langeweile und die bekomme ich nicht. Und ich habe pro Tag mehrere Konzerte und Veranstaltungen, die ich besuchen möchte. Und dann kommt jetzt auch noch dieses Comic-Festival dazwischen, wo ich ja auch wahnsinnig viele Sachen sehen möchte. Ich bin auch froh, dass der Heiner so intelligent ist, zu sagen, okay, bestimmte Ausstellungen sind einfach viel zu aufwendig und viel zu kostbar, dass man die immer nur auf 3 Tage reduziert zeigt. Dass er es also wirklich etabliert hat, dass so Ausstellungen wie die Batman, 80 Jahre Batman-Ausstellung derzeit im Amerika-Haus noch ein paar Monate geht, dass im Karl-Valentins-Museum die Titanic-Ausstellung und so weiter und dann diese Lucky-Look-Ausstellung im Institut Français, dass das auch noch über das Comicfest hinausgeht. Das heißt, dann kann ich mich auf das konzentrieren, erstmal wie heute, wo ich noch in die Schultheiß-Ausstellung, die in der Kongresshalle ist, hingehe, weil da weiß ich, die ist nach 3 Tagen weg. Danach habe ich nur noch einen tollen Katalog, den die gemacht haben. Ja. Auch übrigens toll mit Schultheiß als Comiczeichner, aber auch Schultheiß als Grafiker, der zum Beispiel auch Bruce Lee Videokassetten designt hat oder gestaltet hat. Ne? Eine der vielen Ausstellungen, die man sich auf jeden Fall angucken muss. Und wäre schön, wenn Vernissage und Finissage ungefähr in den Zeitraum des Festivals gefallen wären. Ne? Das ist ja teilweise nicht der Fall, sondern sie waren teilweise eben vorher. Das ist, glaube ich, ein bisschen so ein Thema. Aber du hast gemeint, das müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, weil das alles in die Shownotes reinkommt. Du hast gesagt, du bist im Radio tätig. Radio. Du kannst erwähnen, welches Radio, was kann man da hören, bei wem, warum? Also bei M94.5 kann man auch im Internet hören, M94.5, da bin ich jeden Samstag von 19 bis 20 Uhr. Komikaze sind zum Beispiel auch schon meine Gäste gewesen. Ja. Und ich war sehr toll als Frager und du warst als Antworter auch sehr toll. Können wir uns darauf einigen? Wir waren also super. Jetzt so, wir waren super. Also wir hatten Spaß. Ja. Also, wie das jetzt draußen war, weiß ich nicht. Ne? Und dann bei Lora, das ist Lora München, das ist so eine der ersten. Lora München entstand, als diese Privatsender aufkamen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland endlich eine Konkurrenz bieten durften. Doverweise hatten sie zwar den Konkurrenzgedanken, aber nicht die finanziellen Mittel, weswegen sie sich sehr viele so Hörspielstudios und sowas, das Produktion nicht leisten konnten. Also haben sie aus einer Not in Tugend gemacht und haben
das Publikum mit Musik gelockt. Weil das ist am billigsten. Platten auflegen, das kann jeder. So. Und das hat aber vielen Leuten auch gefehlt, diese Popmusik. Das haben die Leute ja auch mittlerweile vergessen, dass in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Popmusik eigentlich sehr stiefmütterlich immer behandelt wurde. Und das kam dann durch diese kommerziellen Radiostationen auf, aber viele Menschen fanden sich dann aber in diesem werbeabhängigen Programm auch nicht wieder. Und dann kamen ja diese Bürgerradios und da war LoRa München, Lokalradio München, nach dem Beispiel LoRa Zürich, in München die erste nicht kommerzielle Radiostation, so bürgerlich, so nicht bürgerlich, sondern weiß schon. So, und da gab es auch noch die Jazzwelle und so. Und das ist eine sehr aufregende Zeit. Ja. Und in der stecke ich dann leider oder zum Glück, wie auch immer noch so drin, also hänge da auch noch, und das heißt, ich mache jeden zweiten Donnerstag, heute gerade auch, mache ich eine Jazz-Sendung. Heute Abend noch? Eigentlich, das ist ja jetzt hier auch vorproduziert, habe ich die Sendung ausnahmsweise vorproduziert, damit ich live gleichzeitig hier sein durfte. Ballern, gut. Wow, und ich hatte heute die Express Brass dann zu Gast. Hey, geil. Das sind 26 Musiker, die für die Plattenaufnahmen noch ernsthaft Gastmusiker brauchen, weil sie zu wenig sind. Mega. Ja, vielen Dank, da muss man auf jeden Fall mal reinhören, denn wie wir heute gemerkt haben, ist alles, was du sagst, irgendwie einmal zuhören wert. Der ganze Ungeziefer hier. Was Caro, soll dieser rote Knopf? Ne? Caro, wir haben ja das Vergnügen, uns nächstes Wochenende nochmal zu sehen. Da auch mal kurz Werbung, das werdet ihr noch rechtzeitig hören können, denn wir haben das Vergnügen, auf der Con in Stuttgart ein Panel zu bestreiten, zusammen mit vielen anderen Kollegen, unter anderem der Merville ist dabei, der Chris Kläuber von Plan Plan Productions und viele weitere. Und da werden wir uns über den Berufsalltag deutscher Comic-Künstler unterhalten. Kann ich nochmal über meinen Kaffee reden? Ne? Da kannst du vor allem nochmal über deinen Kaffee reden. Ja, das ist schon spannend, weil ich glaube, wenn man sich mal genau anguckt, wer daran teilnimmt, dass das ganz unterschiedliche Alltage auch sind, was ich so besonders faszinierend auch an der Konstellation, an der Panel-Konstellation finde. Ich freue mich sehr drauf, tatsächlich. Und das ist nicht einfach nur PR geblubbt, sondern das ist ernst gemeint. aber vielleicht noch kurz zu dir und deinen Werken. Du veröffentlichst ja schon eine ganze Menge, haben wir alles schon auch in dem Interview auch schon mal besprochen, aber ich möchte gerne von dir wissen, was es aktuell von dir gibt. Was aktuell von mir gibt? Mhm. Ich habe gerade ein Artbook rausgebracht, tatsächlich, zu meiner Comics-Serie, weil da war es nicht die Druckerei, da war es ich. Mein Band ist nicht fertig, weil ich zu langsam war. Dann habe ich aber die Projekte gewechselt. Und das ist mal ganz Ungewöhnliches für mich. Es ist so eine Bildersammlung, alles in Tusche, Zeichnungen, sind 70 Illustrationen, glaube ich, mit kleinen Kurzgeschichten dazu. Mhm. Also es ist auch alles aus dieser Welt. Und es ist so ein, ich habe letztens gelernt, eine Autorin hat mir gesagt, das nennt sich Drabble, was ich da gemacht habe. Also so Momentaufnahmen runtergeschrieben. Und das ist halt so ein Ergänzungswerk, sag ich mal, zu dem Ganzen, oder für jemanden, der noch keinen Plan hat, was ich da eigentlich mache, der kann das mal mitnehmen und mal reinschauen oder sich einfach nur über die Bilder freuen. Das ist auch okay. Und das ist gerade ganz neu, das ist auch, ich bin da sehr stolz drauf, weil es so ein kleines Hardcover geworden und total schick, und die Druckerei hat das Bombe gemacht, und ich freue mich, wie schön das geworden ist. Ist auch limitiert auf 111 Stück, ich habe es dabei. Aha. Also wenn man das haben will, sollte man schnell sein, weil 50 sind irgendwie schon okay. Weg. Ich hatte im Vorgespräch auch den Eindruck, die Leute reißen es hier aus der Hand. Ja, ich habe glaube ich auch für München zu wenig mitgenommen. Okay. Also ich habe noch ein paar, aber ja, wenn das so weitergeht, sind die morgen Abend weg, glaube ich. Das ist schön, wenn die Standgebühr wieder drin ist. Das ist alles in Ordnung. Nee, also ich nehme die auch nächste Woche in Stuttgart nochmal mit, und dann der Rest, also ich denke so 30 kommen dann nochmal in den Shop. Ich habe einen Shop, darf ich das sagen? Ja, selbstverständlich. Ja. Es ist www.carolin-reich.de/shop. Da findet man alles, was ich mache, und kann es kaufen. An der Stelle nochmal der dezente Hinweis auf die Shownotes, weil da ist nämlich alles drin, inklusive auch der Links zu diesem Shop. Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude, dass wir uns heute hier zusammen vor zahlreiche Publikum getroffen haben. Hey! Klatsch, klatsch. Und wir ein bisschen Bier getrunken haben, das Ganze noch aufgezeichnet. Ich persönlich fand es sehr schön. Ich wünsche euch noch ganz, 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 ganz viel Spaß und ja, Erfolg vielleicht auch bei diesen Tagen hier in München. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja. Tschüss. Servus. Okay.